Wie Freiburg gegen Bochum kommentiert Thomas Clemens und er hat ein spezielles Auge auf einen ganz speziellen Freiburger Kopfballspieler geworfen. Ohne seine hohe Stirn, die von Martin Spannring, da hätten sie beim SC Freiburg noch mehr Kopfschmerzen. 3 Kopfballtore in den letzten Spielen, 2-mal in der Liga, 1-mal im Pokal, damit hat er sie ins Viertelfinale gebracht. Also der ist schon ganz wichtig geworden. Hier sagt er selber, ohne meinen Kopf wäre ich wahrscheinlich nur Oberligaspieler. Der SC von links nach rechts in Rot-Schwarz, hier mit Hari Dischewehr. Dann schön die Seite gewechselt, jawohl, drüben auf rechts ist alles frei und da wartet mit der Nummer 6 Stefan Korrell. Heute Geburtstag, sein Pass auf frei und der fällt im Duell gegen Donkov und Sie werden es nicht glauben, Schiedsrichter Strampe entscheidet auf 11 Meter und das in der 5. Minute. Proteste von den Bochumer Spielern, wie ich meine, zu Recht. Der Zweikampf, Donkov gegen Frei und für mich war da nichts, gar nichts. Der Dieter Frei hängt sich in den Mann rein und dann fällt er. Also ich habe da kein Zupfen, kein Ziehen, gar nichts gesehen. Aber egal, ich bin auch nicht Schiedsrichter, ich habe keine Zeitlupe. Herr Strampe hat entschieden und Hari Dejewer tritt an. 5. Elfer für den SC in dieser Saison. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga hat so viele bekommen. Dejewer gegen Gospodarek und es gewinnt der Pfosten. Man könnte auch sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Gegen Leverkusen, da hat er übrigens auch verschossen. Zum 2. Mal in dieser Saison, dass Hari Dejewer nicht trifft. Aber nun gut, es war für meinen Geschmack auch kein Elfmeter. Also ein Schock für den SC eigentlich, nach so einer Möglichkeit nicht in Führung zu gehen. Und die Bochumer, sie zeigten sich hier völlig unerschrocken. Plötzlich hatten sie Selbstbewusstsein. Baluschinski, Schmadtke, immer noch Baluschinski und Peschel. Peter Peschel, 1:0 für den VfL Bochum. 3 Minuten nachdem die Freiburger den Elfer verschossen hatten. So kann es gehen im Fußball. Der SC geschockt und dann dieses Solo von Baluschinski. Schauen Sie sich das mal an. Kurz hinter der Mittellinie nimmt er den Ball und dann geht er spazieren. Keiner kann ihn halten. 2 Freiburger verletzen sich da fast noch selbst. Wunderschöner Doppelpass und dann Schmadtke. Baluschinski schaltet am schnellsten und Peschel, den müssen sie erstmal reinmachen. Der war gar nicht so einfach. Peschel und Kötzle übrigens, diese beiden sollten sich die Position von Darius Wosch im Mittelfeld teilen. Wosch aufgrund der 5. gelben Karte gesperrt. Und man spürte es beim SC, sie waren unsicher plötzlich. Schmadtke, was macht der denn? Glück für ihn, dass der Abpraller von Kötzle nicht gar zum 0:2 im Netz landet. Schmadtke. Ja, und Sorgenfalten bei Volker Finke. Das war nicht der SC Freiburg, wie er ihn sich vorstellt. Sie wirkten einfach verunsichert, wussten überhaupt nicht, wohin mit dem Ball. Zu wenig Bewegung im Spiel. Sutter. Das war das einzige Rezept, das sie jetzt hatten. Schüsse aus der 2. Reihe. Arne Sutter, der Mann, der ja in der Bundesliga so gern mit der Hacke spielt. Keiner macht diesen schönen Hackentrick so oft wie Sutter. Hier mit dem Vollspann. Und Sie sehen's, vorbei am großen Glück. Es war nicht unbedingt ein Fußball-Leckerbissen hier vor ausverkauftem Haus in Freiburg, aber das ist ja hier eigentlich schon Standard. Heidenreich gegen Peschel, immer noch Heidenreich. Heidenreich und auch das typisch für das Spiel des SC Freiburg, haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, diese Flanken ins Nirvana. Er konnte eigentlich zufrieden sein, Klaus Toppmöller, mit seiner Mannschaft und mit deren Leistung. Der Konter, Heidenreichs Flanke gerade gesehen und wieder Baluschinski. Und schauen Sie mal, was der für einen Antritt hat. In der Mitte Donkov. Und da hat es von hinten Thomas Reis probiert, nochmal Baluschinski. Also Chancen hatten sie beim VfL Bochum, vor allen Dingen Konterchancen. Und hinten in der Abwehr, da machten es ihnen die Freiburger auch nicht allzu schwer. Aber wieder der VfL. Hinten mit Kracht und mit Waldorf standen sie sehr sicher und sie hatten Platz, auch hier im Mittelfeld. Wenn gar nicht angegriffen und Baluschinski, der probiert es aus allen Lebenslagen. Dann Freistoß, alles Sutter, Martin Spannring, das wäre es gewesen, das 4. Kopfballtor hintereinander, es hat nicht sollen sein. Aber wie eng das war, wie knapp das war, beweist die Zeitlupe.
Martin Spandrings Kopfball knapp vorbei. Also Führung zur Halbzeit für die Gäste aus Bochum. Und er muss sich einiges einfallen lassen jetzt in der Halbzeitpause, wenn es hier nicht wieder eine Heimniederlage geben soll. Das war's zunächst hier aus Freiburg. Zurück nach Hamburg. Vielen Dank, Thomas Klemm. Aber dann Donkov, Spandring und Rath. Ja, und Sie ahnen wahrscheinlich, was hier passiert. Donkov wäre durch gewesen. Schiedsrichter Stramper hatte gar keine andere Chance. Er musste Rath rot zeigen. Und das ist ein trauriger Rekord für ihn. Sein 6. Platzverweis. Damit ist er einsamer Spitzenreiter in der Liga. Donkov noch über das Bein von Spanring. Da kommt er gerade noch drüber. Aber gegen Rath hat er dann keine Chance mehr. Er wäre frei durch gewesen. Gab es gar keine andere Wahl als rote Karte, und das 3 Minuten nach Wiederbeginn. Also Freiburg jetzt nur noch mit 10 Mann. Der Freistoß, Stickrot. Und Jörg Schmadtke nach der kleinen Unsicherheit in der ersten Halbzeit. Jetzt war er wieder in der gewohnten alten Stärke. Da haben sie den Schützen nochmal, Thomas Stickrot. Und weil es so schön war, das Ganze noch einmal in das Lomo. Schön mit dem Innenriss rumgedreht. Schmadtke greift über. Es bleibt also beim 1:0 für die Bochumer. Dann so nach ungefähr einer Stunde diese Szene. Spanring gegen Kracht, Sutter und Mamic. Weiß nicht, ob der noch nicht mitgekriegt hatte, dass Halbzeit war, aber verfehlt das eigene Tor nur knapp. Die Wiederholung. Sutter, der ja alle Freistöße und Eckbälle hier beim SC Freiburg tritt. Und Mamic verfehlt das Tor nur knapp. Danach eine Wechselorgie auf dem Platz. Freund kam für Wagner und Wassmer dann für ihn hier, für Jucevic beim SC Freiburg und Schreiber für Tabalovic bei den Gästen aus Bochum. Eckball Alain Sutter. Frei Gospodarek. Die alten Spezies aus München, da waren sie ja mal zusammen beim FC Bayern. Und hier sehen wir Frei, schöner Kopfball, und Gospodarek tut das, was ein Torhüter tun muss, nämlich solche Bälle halten. Es war so Mitte der zweiten Halbzeit, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, ein ziemlich mieser, langweiliger, übler Kick. Die einen konnten nicht und die anderen, das waren die Bochumer, die wollten irgendwie gar nicht. Sehr passiv, zogen sich zurück, machten dadurch den SC Freiburg immer stärker. Korrell! Und die Freiburger, wie gesagt, seit der 48. Minute mit 10 Mann. Sie wurden immer stärker, das sah auch Klaus Toppmöller. Seine Mannschaft kurz vorm Einschlafen, so ungefähr spielten die hier, beschränkten sich wirklich nur noch auf die Verteidigung und ab und zu mal denn auf einen Konter. So wie hier. Über die linke Seite. Aber Sie sehen es, sie rücken kaum nach. Peschel in der Mitte findet er keinen Abnehmer für seine Hereingabe. Das war das Manko. Eigentlich hätte man vom VfL jetzt erwartet, dass sie den Sack zumachen, dass sie die Freiburger laufen lassen, über die Außen kommen, aber nichts da. Sie stellten sich in die eigene Hälfte und verließen sich auf gelegentliche Kontermöglichkeiten. So wie hier wieder Peter Peschel, und da bleibt dann nur noch diese Möglichkeit, die sinnloseste von allen, ein schwacher Schuss aus der zweiten Reihe. Es war nicht sein einziger, obwohl ich natürlich sagen muss, der Peter Peschel hat hier böse gewirbelt und hat ein anständiges, gutes Spiel gemacht. Freiburg, Sutter, Stickrot und Kötzle dabei. Da haben sie ihn schön in die Mangel genommen. Dafür gibt es Gelb für Kötzle. Aber der Hauptübeltäter meiner Meinung nach ist hier Stickrot. Er lässt ihn über die Klinge springen. Hätten beide eine gelbe Karte kriegen können. Sei es drum. Freistoß für den SC Freiburg. Dem jetzt natürlich so ein bisschen auch die Zeit knapp wurde. Frei. Gospodar. Frei wurde dann kurz danach ausgewechselt. Für ihn kam Spieß, also noch ein offensiver Mann. Ja, er blickte auf die Uhr. Es waren mittlerweile schon weit über 80 Minuten gespielt. Weiterhin 1:0 für den VfL Bochum. Und die Freiburger jetzt ja mit dem Mut der Verzweiflung. Es fiel ihnen aber auch nicht sonderlich viel ein. Korrell. Immer noch Korrell. Nee, jetzt hat er den Ball. Jetzt, das ist Korrell. Ja, wie gesagt, es war in der zweiten Halbzeit ein relativ zerfahrenes, ein langweiliges Spiel. Die Bochumer, die wollten irgendwie gar nicht hier mehr tun. Das Ding irgendwie über die Zeit schaukeln, aber sowas kann ja auch mal nach hinten losgehen. Jetzt wieder mal im Vorwärtsgang.
mit der 19. Den haben Sie am Anfang gesehen. Und das ist Michalke, der ins Spiel kam. Völlig frei vor Schmadtke. Hätte er eigentlich machen können, wenn nicht gar machen müssen. Der Zigarettenverbrauch auf der Bochumer Bank, er wuchs ins Unermessliche. Noch einmal die Freiburger und wir schreiben die 90. Minute. Heidenreich, Gospodarek, das war's denn hier im Dreisamstadion. Der VfL Bochum gewinnt 1:0. Ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der doch ein bisschen enttäuschenden zweiten Halbzeit der Vorstellung der Bochumer wäre ein Unentschieden nicht unverdient gewesen. Aber hätte, wenn und aber, da fragt morgen keiner mehr nach. Bochum 1, Freiburg 0. Zurück zu dir, Johannes. Thomas Clemens aus dem Dreisamstadion in Freiburg. 0